Ja, hallo an alle zu dem heutigen Video. Herzlich willkommen. In dem heutigen Video soll es mal um das Thema gehen, warum möchten thailändische Frauen einen Mann aus dem Westen oder aus Europa? Alisa ist heute auch wieder mit dabei. Hallo Alisa. Hallo. Und wir machen das hier heute zusammen und wir wünschen euch viel Spaß bei dem Video. Aus einigen Gesprächen, ja, hier mit Bekannten oder auch Freunden oder auch Freundinnen von Alisa, hat man eigentlich so mehr rausgehört, warum eigentlich die oder manche thailändischen Frauen einen westlichen Mann haben wollen oder einen europäischen. Vorab muss ich mal sagen, das bezieht sich hier natürlich nicht auf jede thailändische Frau, wie manche das auch immer in den Kommentaren auffassen. Also darum geht es nicht. Es geht hier darum, dass es einige sind. Und diese Frauen suchen sich eben explizit Männer aus dem Ausland, weil sie denken, dass die eben mehr Verantwortungsbewusstsein haben, mehr Familiensinn haben als eben manche thailändische Männer. Ja, viele Sachen davon beziehen sich halt auch auf das alltägliche Leben, wie zum Beispiel denken die thailändischen Frauen von den westlichen Männern, ja, dass er eben mal mit dem Haushalt anfasst oder ihr mal die Hand reicht oder ihr die Tür aufhält. Das sind so manchmal ganz ja, kleine Sachen, alltägliche Sachen, die eigentlich recht, ja, eigentlich recht normal sein sollten. Was aber nicht immer unbedingt wohl die thailändischen Männer machen. Und dahinter steckt eben der Gedanke, eben füreinander da zu sein oder füreinander zu sorgen. Und das finden ja viele thailändische Frauen eigentlich relativ gut, wenn man so etwas macht, also so diese Kleinigkeiten auch. Obwohl die thailändischen Frauen sagen werden, wenn man das anbietet, komm, ich helfe dir heute mal bei der Wäsche oder bei dem Abwasch, dass die meisten wohl sagen werden, nein, brauchst du nicht, aber für sie zählt eben auch der Gedanke dahinter, ne? Dass man eben bereit ist, das auch wirklich zu tun. Anscheinend ist das bei thailändischen Männern wohl nicht immer so oder seltenst so. Kann ich nicht beurteilen. Wenn da jemand Erfahrung mit hat, der kann das gerne mal unten in die Kommentare schreiben, ob das tatsächlich so ist. Ja, ein weiterer Punkt, wo eben die thailändischen Frauen auch Wert drauf legen, ist Kinder, das Thema Kinder. Ja, es ist so wohl in Thailand üblich, dass so die thailändischen Männer nicht wirklich viel sich um die Kinder eben kümmern. Also die Masse macht eben die Frau. Das mag natürlich bei uns in westlichen Ländern ebenfalls so sein, weil natürlich viel gearbeitet wird. Aber hier ist es wohl so, dass auch in der Freizeit eben nicht so wirklich viel von dem Mann kommt, der diesbezüglich. Und da gehen die thailändischen Frauen von aus, dass es eben bei westlichen Männern anders ist, dass da viel mit den Kindern gemacht wird, er sich auch viel um die Kinder eben mitkümmert. Ein weiterer Punkt für die thailändischen Männer ist eben die nicht eheliche Treue, was man natürlich auch wieder nicht auf alle beziehen kann, das ist ganz klar. Aber das sind so Sachen, die ich hier auch jetzt des Öfteren eben diesbezüglich gehört habe. Und zwar nennt sich das Mianoi. Mir neu. Mianoi, genau, das ist. Na, no, Ja. Ja, das ist also neben der Ehefrau die Geliebte. Das nennt sich hier Mianoi. Ja, okay. Und das ist hier also ja wohl nicht so unüblich, dass eben der thailändische Mann eben ja zwei Frauen hat. Ne? Also zum Beispiel entweder zwei. Ja, Freundinnen oder eben eine Ehefrau, eine Freundin und dass man auch ins Bordell geht vielleicht. Das wird hier also von den thailändischen Männern wohl so als relativ normal angesehen. Und das stößt natürlich auf mächtig Kritik oder auf, ja, nicht Kritik, aber auf Unwohlsein bei den Damen hier natürlich, das ist ganz klar, ne? Und ja, die thailändischen Frauen gehen eben davon aus, dass das bei westlichen Männern eben nicht passiert oder vielleicht ja nicht sagen nicht passiert, aber ja, dass die Treue eben mehr gegeben ist. Ne? Natürlich passiert das bei westlichen Männern auch. Ja? Da braucht man ja nur mal hier in irgendwelche Barstraßen zu gehen, dann sieht man da auch eine Menge Ausländer eben sitzen, das ist ganz klar.
Aber die thailändischen Frauen gehen eben davon aus, wenn die eben verheiratet sind, dass da eben die Treue wesentlich größer ist als bei einem thailändischen Mann. Ja, andere thailändische Frauen, die suchen natürlich auch nach einem stabilen Partner, also nach einem finanziell stabilen Partner. Das ist natürlich auch einer der Gründe hier in Thailand mit, warum sich thailändische Frauen eben für ausländische Männer entscheiden, weil die einfach davon ausgehen, der ausländische Mann hat eben sehr, sehr viel Geld und dass es eben finanziell dabei in den Frauen eben viel, viel besser geht. Ja? Also viel, viel besser natürlich in finanzieller Hinsicht, das, was man sich leisten kann, dann die Aussicht auch vielleicht in ein anderes Land zu ziehen, mit dem man in Europa zum Beispiel eine super Krankenversicherung eben zu haben, was hier in Thailand ja auch nicht so gegeben ist. Und diese Aspekte spielen natürlich auch damit hinein, warum sich eben thailändische Frauen einen ausländischen Partner suchen aus dem Westen. Ja, wenn wir da nochmal auf das Thema zu sprechen kommen, also ins Ausland zu ziehen für die thailändischen Frauen, das verbinden die natürlich auch damit, dass sie dort vielleicht auch einen guten Job finden oder einen wesentlich besseren bezahlten Job als hier, um dann eben mit diesem Geld die thailändische Familie hier zu unterstützen. Das ist natürlich auch noch ein Punkt, der da in den Köpfen natürlich auch mitspielt. Natürlich sollte man natürlich auch die Romantik oder die Liebe natürlich nicht dabei vergessen. Ich denke, dass das natürlich auch immer eine große Rolle mitspielt. Ich denke, also wenn jemand der Frau völlig unsympathisch ist, ja, oder ob du der witzigste Typ auf der ganzen Erde bist oder eben andere Vorteile hast, also wenn die Chemie nicht stimmt, dann ist ganz klar, das funktioniert dann natürlich auch nicht. Aber was natürlich Liebe und Romantik anbetrifft, das kann natürlich für die thailändischen Frauen teilweise natürlich auch eine Anziehungskraft haben, ja, schon alleine die Vorstellung, diese kulturellen Unterschiede zum Beispiel, ja, das kann natürlich schon mal auch so eine Art Lust auf Abenteuer oder auch Exotik eben erzeugen, ne? Diese Möglichkeit besteht dann natürlich auch noch. Ja, ich sage mal, alles ist da natürlich möglich in dem Bereich. Welche genauen Ansätze oder Absichten eben dahinter stecken, kann man natürlich niemals sagen. Jeder ist da natürlich individuell. Das gilt natürlich für jeden Menschen. Das ist ganz klar. Aber ich denke mal so für die Männer hier unter uns, bevor man jetzt vielleicht auch, sage ich mal, sich in das Abenteuer begibt, wo es wirklich nur rein finanziell ist, Interesse gibt, wie zum Beispiel, wenn man jetzt in eine, ja, Bar geht und da versucht, jemanden kennenzulernen oder auf irgendwelchen Datingportalen, ja, vielleicht sollte man doch mal versuchen, auf dem Markt die Mangoverkäuferin zum Essen einzuladen. Vielleicht ist das auch mal eine etwas andere Idee. So, die Diskussion ist eröffnet. Ich würde sagen, schreibt es in die Kommentare, ob ihr das genauso seht oder ob ihr da noch andere Erfahrungen habt oder ob es noch andere Gründe vielleicht gibt, warum eben westliche Männer oftmals eben bevorzugt werden. Oder schreibt in die Kommentare, ob uns unsere 12 Bekannten und Freunde hier vielleicht angelogen haben oder ob die vielleicht nur irgendwas gesagt haben und es vielleicht auch nicht wissen. Ich bin gespannt. So, wir sind auch schon am Ende des Videos. Ich hoffe, dieses Thema hat euch gefallen heute. Wenn ja, dann lasst bitte ein Abo und ein Like da. Das würde uns sehr freuen. Und wir sehen uns im nächsten Video. Bis dann. Bye, bye. Bye, bye.